Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fiesta Online. Mit der Hey, endlich, Kaios ey. Lakos und meiner Wenigkeit. Was denn? Nee, nee, alles gut. Echt? Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, ich finde das immer sehr faszinierend. Was denn? Ja, wenn die Leute mal hören, wie du immer runterzählst und dann auf einmal, ja, herzlich willkommen, das wäre total normal. Also nie was gewesen. Ja, ist ja auch nichts. Nee, 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 nee. Weiß gar nicht, was du hast. Irgendwann musst du das mal mit aufnehmen. Nein, nein. Und doch, doch. Das existiert ja nicht. Was soll ich denn da aufnehmen? Ja, genau das. Ja, aber wie soll ich was aufnehmen, was nicht existiert? Ja, ich höre es ja, es existiert ja. Nein, nein, das musst du dir einbilden. Ja, ich glaube weniger. Und kommst du voran bei dir? Ja. Ich komme voran. Das ist schon mal Hast du schon wieder ein Level up gehabt? kurz davor. Sehr gut. Ganz kurz davor. Also, sobald ich Level 45 bin, dauert auch nicht mehr lange, können wir den Turm gern versuchen. Also. Ja, welchen Turm denn sonst? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gibt nur einen Turm. Aber. Ja. Hä? Aber bei Herr der Ringe gibt es auch mehr Türme. Nicht? Wir sind aber nicht in Herr der Ringe. Das weißt du nicht. Vielleicht hängt das ja alles irgendwie zusammen. Nein. Nein, wirklich Okay. nicht. Ja, ich verstehe dein Problem. Fiesta, nee, Herr der Ringe ist. Da Hä? verstehe ich natürlich deine Problematik. Du warst gerade abgehackt ein bisschen. Ja? Ja, du müsstest das bitte noch einmal wiederholen. Ich habe gesagt, ich verstehe deine Problematik, weil Herr der Ringe natürlich nicht so cool ist wie Fiesta. Deswegen willst du nicht, dass das so zusammen koexistiert. Verstehe ich. Nein. Ich bin da voll auf deiner Seite. Alles gut. Nein. Du darfst das ruhig zugeben, das ist kein Problem. Nein. Sag doch nicht immer nein, ey. Sag doch nicht immer so negativ. Sag doch mal ja, du hast recht. Nein. Ah, scheiße. Nein, wirklich nicht. Nee, ja, schon klar. So. Nö. So. Selber. Immer dreimal mehr wie du. Ja, das heißt, oh, So, scheiße, das sowieso. bin gestunt. Ich bin nämlich gerade, wo Bist ich nie du? angreife. Ja, wenn ich gestunt bin, kann ich auch nie angreifen. Das ist eine bestechende Logik. Ja. Mensch, du bist so schlau, ey. Ja, gut, dass es einem auffällt. Du bist ja richtiger Fuchs. Ein Fuchs. Ich bin ein Furz. Ein Fuchs, ein Fuchs, ein Fuchs. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Gib sie wieder her. Gib sie wieder her. Ja. Könnt ihr ja mal ein paar Quests aufgeben, ne? Nein, wieso das denn? Wie kommst du denn auf die absurde Idee? Weiß ich nicht, vielleicht die Tatsache, dass ich ja so viele alte Quests dort drin habe, für die ich mittlerweile zu hoch bin. Und Quests aufgeben, das kenne ich dich ja gar nicht. Habe ich aber gerade. Nein. Doch, Doch. damit Oh. doch, damit ich neu annehmen kann. Ja, du bist ja nicht ganz ausgewieft. Ich habe noch einige, die ich abgeben kann. Aber Ja, dafür muss gut. ich vor Ort sein. Ja. Und denk dran, dass du auch die immer wieder welche annimmst.
Auch die wiederholbaren. Ja, die sind ja automatisch quasi drin. Kommt ja mal drauf an. Also bis jetzt hatte ich die jetzt alle wieder. Und deswegen prügel ich mich ja hier rum. Mal wieder. Wieso kann man eigentlich in diesem Spiel nicht immer auf diesen kleinen Grashügel gehen? Wieso geht das nicht? Weiß ich nicht. Wieso? Ich will's doch nur verstehen. Auf zu jammern. Ja, du auf zu jammern. Ich jammer ja nicht. Weißt du gar nicht. Was? Was? Wer zum Teufel war das? Ja. Irgendwas stimmt mit Kaius nicht. Sie haben Hasi gerettet. Ach nee, war was anderes. Ach, warte mal, ich muss einmal ganz kurz mein Haargummi alles hinmachen. Jo. Ich würde es doch trotzdem an den Haaren lassen, weil da gehört es ja hin. Einfach dieses beschissene Auge aus, ey. Autsch, aua, ah. Hey. Puh, war das anstrengend. Nein, ich hab nicht gelacht, weil du Schmerzen hattest. Was? Was? Ja, wann tut denn Haargummi wechseln so weh? Weiß ich nicht. Hat's geziebt, ja? Nö, ich habe das eigentlich nur zur Komik gemacht. Als wenn ich mich geprügelt hätte, weißt du? Ja, das hätte ich jetzt in dem Fall auch gut gereagiert. Finde ich gut. Ja, es sollte halt authentisch klingen, ne? Ja. Als hätte ich mich jetzt im Hintergrund geprügelt und... Nein, so klang's dann nicht. Nein, so klang's dann doch nicht. Also, nein. Doch. Also nicht... Nee, also nach Prügel klang es nicht. Nein. Du hörst es ja in der Aufnahme, wie es klang. Nee, das klang genau so. Wenn du dich so prügelst, ja, ist klar, dass du keine Chance hast. Du musst richtig mit dabei sein. Du musst hier Aggression, Popeye und so. Verstehst du? Ja. Ich versuche gerade herauszufinden, wie ich nochmal einsehen kann. Oh meine. Hey, war hier nicht irgendwie ein Zauber ab 30 oder habe ich. Ah! Bin ich gerade nicht. Ich weiß. Ich weiß. Hä? Ja? Hä? Mein Doppelschlag hat sich erhöht. Geilo. Geilomat. Der Geilomat 3000. Die brauche ich ja gar nicht mehr. Was brauchst du nicht mehr? Die Goblins. Goblins? Ja, kommt doch von Koblenz, oder nicht? Auf jeden Fall. Und wer das Gegenteil behauptet, der lügt. Ja. Ja. Ist echt so. Ist so. Aber ich habe meinen Doppelschlag mal ein bisschen mehr Power gegeben. So, jetzt wenden sich hier wahrscheinlich alles mit einem Schlag um oder sie mich. Wir werden es mal ausprobieren. Ich tippe auf sie dich. Das sollte das nicht direkt wieder auflösen. Wir müssen erstmal gucken, was passiert. Nee, tatsächlich. Zack, ein Schlag. Aha! Gott, bin ich gut. So, Spiel durchgespielt. Geil. Doch, da Frau LP ja nichts mehr sagt, sage ich ja danke fürs Zusehen. Wir haben Fiesta beendet. Wir sehen uns dann bei ihrem nächsten Projekt wieder, was irgendwas sein wird. Wahrscheinlich ein Lego-Spiel. Nein. Nein. Wie, doch? Noch? Doch. Wir haben Fiesta noch nicht beendet. Es gibt ein Add-on. Und da es jetzt ein Add-on gibt, werden wir natürlich auch noch bis zum Add-on spielen. Ja, natürlich. Wer wird denn das Gegenteil machen?
Mensch. Gut, dass du es sagst. Ich wollte es gerade sagen. Ja, wir wollen doch den Zuschauern nicht die Hoffnung nehmen, weil den Glauben nehmen, dass es vorbei sein könnte. Nein. Ach, wer würde das denn wollen? Niemand möchte, dass das Projekt beendet wird. Das ist ja total böse, ey. Es wird bis an unser Lebensende so weitergehen. Nein. Da kann ich Sie schon mal jeden beruhigen. Nein. Naja, wenn wir weiterhin so lahmarschig sind, schon. Ja, aber was heißt lahmarschig? Ich muss ja halt auch Zeit dafür sein, ne? Ja, jetzt haben wir ja genug Zeit und du wolltest den Part beenden. Das Aufnehmen beenden. Wieso? Ja, nee. Zugunsten von was anderem, ja. Ja, dafür haben wir ja noch Zeit. Wie du was derbens. Ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Was denn für ein Vergnügen? Final Fantasy, dachte ich. Ja, das stimmt. Aha! Stirb, du Magiestab. Juhu, Level Up! 45! Cool, da können wir gleich nach Özel. Ja, im nächsten Port. Der Özel-Part. Der Özel-Part, ja, genau. Ich freue mich drauf. Oh, und ich konnte meine Schatztruhe wieder öffnen. Ah, oh, ich hab's heute, die Schnecke! Denk dran, dass du auch deine Truhe immer mal wieder öffnest. Die ist ganz, ganz vorne auf deiner ersten Inventarseite meistens. Das müsste so eine mangelfreie, mysteriöse Schatzkiste. Die kannst du alle paar Level öffnen, dann kriegst du besondere Sachen. Okay. Habe ich aber nicht. Tatsächlich nicht. Die musst du haben, weil du kannst sie nicht löschen. Du kannst sie nicht löschen und du kannst sie nicht verkaufen. Ja, dann habe ich sie einfach noch nicht. Doch, die kriegst du. Doch, die hast du von Anfang an. Sie ist hier aber nicht. Ich zeig sie dir aber, wie sie aussieht. Die kann man nämlich nicht verkaufen. Soll ich dir ein Bild schicken? Ich habe hier nur ein Dings. Box der Wiederkehrer. Die habe ich. Das Ding musst du immer haben. Dieses Wein. Das kann man nämlich nicht verkaufen. Atem der Wiederbelebung. Du kannst es noch nicht mal. Warte mal. Doch anwählen kannst du es, aber du kannst es nicht. Nee, wegwerfen nicht möglich. Gegenstand ist an dich gebunden. Ach, stimmt, du hast recht. Natürlich habe ich recht. Also da kannst du mir nun wirklich nichts vormachen. Also wirklich. Bei aller Liebe. Aber da nicht. Ich habe einen Sparschwein und einen Fiesta-Kuchen halt. Eieieiei. Also, ne? Ich irre mich zwar auch, aber nee, dauer nicht. Unglaublich hier, was man sich alles bieten lassen muss. Musst du doch gar nicht. Doch. Warum? Weil mir das Leben schwer macht. Immer wieder gern. Oder so ähnlich. Tingle Tangle Bob. Ja, das war jemand anderes. Ich weiß. Dingle die Tangle, die Dingle die Tangle, die Dingle die Tangle. Bus. So, noch mehr Belohnungen. Schaffen wir heute noch die 46, mal gucken. Wir dürfen gespannt sein. Oder also, auch nicht. Je nachdem. Oh, scheiße. Jetzt wäre ich aber fast abgekratzt. Also ich habe schon 37% wieder fürs nächste Level. Oder zum nächsten Level. Okay, Sandpilze brauche ich nicht. Goblin Kapitän. Kann ich sagen, was du da veranstaltest. Hä? Kann ich sagen, was du da veranstaltest. Irgendwie ist immer stimmt da nicht. Wieso? Cool. Ich habe jetzt 3 Özel-Quests. Das ist gut. Da lohnt es sich 15, wenigstens. 15, 16 und 17. Ich nehme mir nur noch mal ein paar Quests an.
Mach das. Du kannst ja schon mal in den Nebelwald gehen. Ja, ich bin hier noch nicht ganz fertig. Dann kannst du noch nicht in den Nebelwald gehen. Das ist richtig. Das hast du gut erkannt. Ich weiß. Ja, ne? Ich bin ja auch Sherlock. Sherlock Holmes. Wahrscheinlich. Voll gerölt. Was war das denn? Voll gerölt. Man hat irgendwie nur sowas Dumpfes gehört. Okay, der ist komplett. Der ist fertig. Jo. Kann ich das abgeben? Belohnung. Ja gut, dann geh ich schon mal in den Nebo. Ja, ja, mach du mal. Ich komme auch gleich. Beziehungsweise. Ich wurde angegriffen hier. Hallo, ich wollte doch nur in den Nebelwald. Du kannst doch einfach dich nach Rumen oder Eldrin teleportieren und von da aus den Teleport nehmen. Stimmt, du hast recht. Ja, ich weiß. Musst du aber heute nicht so oft wiederholen. Was? Dass ich recht habe. Ja, ich sag das nur, damit du dich besser fühlst. Eigentlich denke ich das ja nicht. Ne, stimmt, du weißt es. Da brauchst du es nicht mehr denken. Manchmal könnte man echt so ein perfektes Schauspieldrama hier machen, ne? Warum? Naja, mit die eingebildete Tuße und der dumme Bauersjunge. Wer bist du? Die eingebildete Tuse. Ach so. Ja, man muss ja mal fragen. Naja, es ist beides nicht besonders nett, ne? Also. Hey, das Hey, wieso ist der denn jetzt da rausgegangen? Hey? Also lieber bin ich dumm als eingebildet. Wenn ich es mir aussuchen könnte. Rein theoretisch. Rein theoretisch. Rein theoretisch. Theopraktisch. Lol, was soll das denn jetzt? Was hast du denn? Ich hatte doch gerade meinen komischen Elch da, ne? Ja. Ja, jetzt habe ich irgendwie zwei davon im Inventar und jetzt will er, dass ich das wieder aktiviere, obwohl ich es eigentlich aktiviert habe. Egal. 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 So, wo ist Teleporter? Ach, da ist einer. Ob ich da natürlich jetzt in den Nebelwald komme, weiß ich nicht. Der führt zum Nebelwald. Nimm mal doch den. Wo willst du denn hin? Zum Turm? Hallo? Ja. Ja. So. Was glaubst du, wo ich hinreite? Da ist ja der Össelturm, alles klar. Sag mal. Ich kann mich wohl ein bisschen besser aus hier. Unglaublich. Unglaublich. Mann, Mann, Mann. Es ist weit. Unglaublich. Unglaublich, dieser Kerl. Unglaublich. Gar nicht. Nein. Doch. Ui. Ui. Fünfmal muss ich den Turm abschließen. Dann habe ich die Quest. Wo bleibst du denn? Ich bin noch auf dem Weg, Mann. Bin noch da.
Heißt die Ehre, sag mal. Ja, das brauchst du ja auch so lange. Schlitten, falscher Untergrund. Falscher Untergrund. Such dir eine andere Ausrede. Ist nichts Ausrede. Und jetzt darf ich wieder die ganze Arbeit machen. Ich kann doch wieder rausgehen. Nö. Geht halt bei mir schneller, ne? Wieso? Naja, ich mit meiner AOE. Ja, ja. Was brauchen wir denn? Wir brauchen klebriges Spinnennetz. Du brauchst. Königsspinne. Ich nicht. Brock des Turms und Spinne des Turms. Ich weiß, wo du hin musst. Das ist schön. Ja, ne? Finde ich auch. Kannst du dich auch einfach auf dein Reittier setzen? Ich muss dich ja heilen. Hier musst du mir noch nicht heilen. Ja, und ich will mich nicht auf mein Reittier setzen. Weil Treppen hoch mit dem Schlitten ist wahrscheinlich noch schlechter als Gras. Hast du dann wenigstens noch automatisch Folgen drin? Nö, sonst komme ich ja zu nah. Nö, kommst du nicht. Ich folge dir doch auch so. Was hast du mir schon wieder für Sorgen? Dann bleib da stehen, wenn du Angst hast. Ich hab keine Angst. Komm, rein ins Getümmel. Ui, ui. Siehst du? Ja, ich hab ja auch die Akku. Ich weiß, dass du aggro bist. Ich kann dich ja auch allein lang rennen lassen. Mach das! Okay, warte, ich guck mir das mal an. Okay. Mach ich alle fertig, ihr Wichser. Und rennt hinter mir lang, ey. Was für ein Feigling! Ich bin nur Heiler. Zu diesem Zeitpunkt könntest du die auch noch platt machen. Gleich nicht mehr. Also die Bosse kannst du nicht allein platt machen. Guck mal, wir sind bei 6. FF6. Das Ding hättest du auch allein platt machen können, weil das nicht angreift. Das ist einfach nur eine Steinsäule. Weil es relativ unlogisch ist, diese Steinsäule mit Pfeilen zu durchlöchern. Na gut, also, vielleicht hat man Glück, dass da irgendwo ein Knopf dran ist und das dann explodiert, aber... Ein Knöpple? Knöpple. Knöpple ist ein Knöpple. Unsere Lieblingsbeschäftigung, der Turm. Ich mag den Turm. Es gibt davon übrigens auch noch eine zweite Version. Nennt sich Kristallschloss. Das gehört mit dazu. Okay. Das dürfen wir dann von 60 bis 90 machen, glaube ich. Oder nächste Boss. Das ist, ja. Ja. Was denn? Ja, alles gut. Oh, ich bin tot. Und ich bin eben wieder. Da lag von einem Zaubertrick. Bin ja ein Zauberer. Was war das denn? Das war nur Illusion. It's magic. Hast du wirklich so einen Zauber? Ja. Ja, dann probier's nochmal aus. Okay. Kann nicht, wenn mir jemand zuguckt. Aber wie bist du bitte wieder auferstanden?
Nein, es gibt Items. Ich habe ja die Auswahl Shop, ah, Stadt oder das halt... das Ding. Ja, Item okay, benutzen. Jetzt erinnere ich mich. Du hast dieses Pack der Wiederbelebung da. Ja, wahrscheinlich. Genommen, okay. Aber wir bleiben dabei, es war natürlich Essen. Jetzt wollte ich gerade sagen, ein guter Zauber auf Radio ist dir, ich glaube, ich habe es ja gerade verraten. Scheiße! Du bist schuld. So. Aber gut, dass du, dass dir bewiesen wurde, dass du da noch nicht gegen ankommst. Ja, ich war nur unachtsam. Normalerweise hätte ich die eigentlich mit, hier, einmal Fingerschnippen gekillt. Genau. Ja, ist ja, so. Ja, genau. Oh, die Hälfte vom nächsten Level habe ich schon. Das ist doch gut. Ja. Also diese hier kannst du jetzt auch nicht alleine töten. Ja, Level 36. Du machst ja schon alle platt. Bist ja mein Bodyguard. In dem Fall tatsächlich, ja. Weil es jetzt auch bald für mich knackig wird. Knackig? Ja. Ab hier an. Solltest du weggehen? Ja, ich glaube auch. Ja. Weil wenn du stirbst, bringt mich das nämlich auch nicht wirklich weiter. Das stimmt. Du hast irgendwas, was du hier einsammeln musst. Musste nicht, aber ist das was ist denn das? Das ist eine neue Karte. Warte kurz, ich öffne einmal ganz kurz meine Karten. Mach das. Da sind mehr Sterne. Das ist auch eine neue Karte. Okay. Oh. So. Was denn? Nö, ich habe aus Versehen die gleichen Tränke zweimal reingepackt. Nichts. So, Pian, solltest du mich zufälligerweise auch heilen? Ja. Ich werde verfolgt. Bäh! Geh weg! Oh, Scheiße! Das... renn einfach, renn immer im Kreis wie ich. Sonst habe ich Probleme hier. Oh, jetzt bin ich ganz unten in diesem Scheiß. Oh. Ah, ja. Ich hatte kein Item mehr. Oh. Viel Spaß. Wieso ist ja alles tot? Tja, du musst aber trotzdem hochrennen. Aber in der Zeit beende ich schon meinen Part und starte den nächsten, ne? Also, bis gleich. Gut.